Noch einmal öffnen, dann wieder lösen. Stellt die Füße auf, öffnet die Arme. Genau. Und für einen Moment kommt zurück zu entweder Handflächen geöffnet nach oben, zu eurem Flow oder gerne auch die Hände zurück in Yoni Mudra auf den unteren Bauch. Das Becken kreist von Seite zu Seite oder wer ein bisschen freier werden mag, gerne auch die Arme wieder mit dazu nehmen, die Füße mit dazu nehmen. Alle Varianten sind in Ordnung. Es gibt kein gut oder schlecht. Genau. Wunderbar. Genießt noch ein paar Zyklen. Der Atem führt die Bewegung. Wo auch immer ich bin, ist genau richtig. Mein Ausdruck ist genau richtig. Es gibt kein richtig oder falsch. Mal bin ich ein bisschen mehr in Bewegung, mal bin ich ein wenig ruhiger. Und dann kommt langsam wieder zurück. Einatmen, hebt die Arme über vorne nach oben, wie vorhin, Samudra. Vinyasan mit der Ausatmung, lasst den Oberkörper schmelzen, Handflächen zur Erde. Einatmen, verlängert nach vorne auf Fingerspitzen in Adha Uttanasana. Ausatmen, Hände flach, lauf zurück in die Brettposition. Genau. Beide Fersen kippen nach rechts, linke Hand zum Herzen. Wirklich im Gefühl sein. Wirklich den Flow spüren, wieder von Seite zu Seite in eurem eigenen Rhythmus. So, dass es nichts Mechanisches hat, sondern wirklich was sehr Intuitives. Ja? Wie das Boot auf dem Meer, das sich immer den Wellen anpasst, die gerade so kommen. Noch ein Zyklus von Seite zu Seite. Der Atem führt die Bewegung. Genau. Und dann langsam wieder zurück in die Brettposition, Knie zur Erde, Becken über den Knien, lauft die Hände nach vorne und lasst euer Herz schmelzen. Das heißt, wirklich loslassen, hier abgeben, Raum schaffen. Was hält uns davon ab, uns emotional zu zeigen, intim zu werden? Den ersten Schritt zu machen, zu verbinden, uns auszudrücken. Oft, was uns zurückhält, ist eine gewisse Angst, nicht gut genug zu sein oder kritisiert zu werden. Der negative Archetyp von Svadhisthana Chakra ist der Märtyrer. Ja, das ist diese Energie, wo wir uns festgefangen fühlen in Situationen, wo wir nicht rauskommen, wo wir das Gefühl haben, wir haben keine Power, keine Macht, wo wir projizieren nach außen und das Gefühl haben, alle anderen dirigieren und wir müssen einfach eine bestimmte Rolle spielen. Und das Wasser kann uns wirklich helfen zu verstehen, wie kann ich in meine Energie kommen, Verantwortung für mich übernehmen, kommt langsam nach vorne, Brettposition auf den Unterarmen, ein Atemzug hier. Genau. Und dann lasst das Becken sinken, zieht die Erde zu euch, öffnet in Sphinx. Ausatmen, Fingerspitzen neben euch, Kopf entspannt sich, Sahasra Bhujangasana. Es kann eine ganz meditative oder eine dynamischere Sahasra Bhujangasana sein. Genau. Der Kiefer darf sich entspannen. Wie kann ich mich aus dieser Gefangenschaft befreien, wo ich meine, dass andere dirigieren und ich muss folgen? Wie kann ich Verantwortung für mich übernehmen mit dem Wissen, ich kann meine Entscheidungen treffen und für mich entscheiden? Mich aus Beziehungen lösen, wo ich das Gefühl habe, ich kann nicht wirklich ich selber sein. Ich bin nicht in meiner Kraft. Ausatmen, Stirn zur Erde, Hände flach. Einatmen, Kobra oder nach oben gerichteter Hund.
Ausatmen, Adho Mukha Svanasana. Gerne hier pulsieren, Wellenbewegungen finden, ein Bein beugen, ein Bein strecken.